Ein Zuschauer hat mich neulich gefragt, es gäbe ja überhaupt keine 5-Punkte-Biere auf dem Kanal. Ich habe gesagt, das ist nicht ganz richtig. Und hat er mich gefragt, welches Bier denn schon mal 5 Punkte bekommen hat. Da fiel mir jetzt auch auf den ersten Blick keins ein. Das ist mir heute eingefallen und deshalb kommt es jetzt nochmal im Sinne der Qualitätssicherung, wenn er kurz dran bleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur Verkostung eines ehemaligen 5-Punkte-Bieres. Denn ich bin ja gefragt worden, es wird ja überhaupt keine 5-Punkte-Biere hier auf dem Kanal geben. Und ich bin tatsächlich in letzter Zeit relativ geizig mit 5 Punkten gewesen und habe dann mal überlegt, so, was waren denn so in der Vergangenheit Biere, die 5 Punkte abgesahnt hatten. Und just an dem Tag klingelt bei mir der Postbote und bringt mir meine Bestellung von Steamworks Europe, beziehungsweise Steamworks aus Kanada in dem Fall. Und da ist das Flagship IPA drin gewesen. Und das allerdings war ein Bier, das ich mir damals in Kanada selber geholt habe. Aber es hat hier wohlverdiente 5 von 5 Punkten bekommen. Und jetzt kommen wir zur Qualitätssicherung. Wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt hat und ob das immer noch so gut ist, wie es damals war. Ich glaube, das ist auch schon wieder, naja, durch Corona 2, 3, 4 Jahre her. Ich habe damals auch nur 2 Dosen gekriegt, weil die waren restlos ausverkauft. Das hat in British Columbia auf einer Biermesse Best of Show Preis bekommen. Also das ist richtig ausgezeichnet worden. Schaut mal nach den Steamworks Videos, wo ich die Brauerei besucht habe. Da habe ich die ganzen Preise von diesem Bier auch gefilmt. Es hat 6,7 Volumenprozent Alkohol, 65 Bittereinheiten, ist gehopft mit Mosaic, Galaxy und Citra. Und allein die Entwicklung von diesem Bier hat 4 Jahre gedauert. Also da hat man sich richtig, richtig Zeit nehmen müssen offensichtlich, um eben das perfekte IPA hinzubekommen. Es ist ein Hazy IPA. Zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, ja, New England standen gerade so in den Startlöchern international. Ist aber auch kein New England, sondern ist eher auf der Seite der Hazy IPAs zu Hause. Und ich schaue jetzt nochmal, dass hier unten der Bodensatz, sollte er da sein, auch in Lösung geht. Denn das wollen wir ja alles in der Dose haben. So, dann machen wir selbige mal auf. Und hoppala, naja, wenn man die Dose auch so bewegt, darf man sich jetzt weiter nicht wundern. Und ich kann jetzt mein Tatatata neues Steamworks-Glas verwenden. Das war mit ein Grund der Bestellung. Und ich hatte mein altes Steamworks-Glas kaputt gemacht. Ist mir bei irgendeiner Spülmaschine ist es mir runtergefallen. Aber wir haben eine wirklich schöne, trübe, goldene Farbe. Ein ja, leicht orangener Ton mit drin. Ein ja, schöner 3 Finger breiter Schaum hier oben drauf, schön fluffig, schön sahnig, schön cremig. Haftet auch herrlich am Glas. Ihr könnt das leider, glaube ich, nicht so richtig sehen. Ich habe zu gut eingeschenkt. Man sieht innen eine schöne Kohlensäure aufsteigen. Und ja, ist nicht zu kompakt, der Schaum oben drauf, aber macht einen wirklich schön stabilen Eindruck. Oh. Hohoho. Also, ich bin ein Riesenfan von fruchtigen IPAs, wenn es dann eben auch so ein bisschen in der Bittere knackt. 65 Bittereinheiten sind hier versprochen und es hat so eine richtig schöne, kräftige Orangennote. Schöne tropische Früchte, Mango, Papaya. Aber, und das lässt mich jetzt an der Stelle schon mal wieder hoffen, es hat auch so ein bisschen was Harziges im Hintergrund. Schöne schöne florale Noten, ein bisschen blumig. Kannst aber im Namen nennen. Blumig. So. Und ja, Schaum ist immer noch super stabil. Aber jetzt werden wir ein bisschen dezimieren. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Ja. Ach ja. Also ich nehme mal vorweg. Ich glaube, das hat jetzt nicht so richtig verloren. Es kommt mit 65 Bittereinheiten daher, zumindest auf Papier. Die würde ich jetzt, ich kann sie mir vorstellen, sagen wir mal so. Es ist nicht so bitter, wie 65 Bittereinheiten das Ganze jetzt wirken lassen. Das liegt ein bisschen an der Süße, die über eine tolle Fruchtigkeit kommt, über eine super Juiciness.
super zitrusig, Grapefrucht, Mango, Papaya ist wieder mit am Start. Es ist aber auch schön viel Pinie mit dabei. Es ist eine tolle Balzbasis im Hintergrund, eben die diese Süße auch mitproduziert. Es wird nicht karamellig, aber es ist eine wirklich schöne, angenehme Süße, die super balancierend auf diese 65 Bittereinheiten wirkt und eben das Ganze, was auch so ein bisschen von der Harzigkeit herkommt, ist alles total sanft und smooth macht. Und diese Juiciness, eben diese Saftigkeit, ist einfach fantastisch bei diesem Bier. Und das ist jetzt sicher nicht das fruchtigste Bier, was ich in meinem Leben getrunken habe. Das ist sicher nicht das bitterste Bier, was ich in meinem Leben getrunken habe. Auch nicht das harzigste Bier oder sowas. Aber was beim Bier ja wirklich immer so diese die Mischung macht. Es ist ja wie immer. Das ist einfach so ein Bier, das kann ich jeden Tag aufmachen. Und ich bin einfach jetzt froh, dass ich wieder ein bisschen einen Vorrat in meinem Kühlschrank habe. Und das ist so ein Bier, da muss ich keine Sekunde überlegen. Das nehme ich mit, das stelle ich in den Kühlschrank, mache ich am Abend auf. Und egal, was es zum Essen gibt, egal in welcher Stimmung ich bin, es passt immer. Und das sind eben so diese Biere, wenn man mal gefragt wird, was ist denn so dein Lieblingsbier? Dann kann ich sagen, Lieblingsbier habe ich ja keins, aber es gibt Biere, die immer einen Platz in meinem Kühlschrank haben. Und das definitiv gehört dazu. Steamwork Flagship IPA ist definitiv eins dieser Biere. Also wenn ich da rankomme und das auch Ganze noch möglichst frisch ist, dann definitiv ist dafür ein Eckchen in meinem Kühlschrank immer frei. Hat einen schönen mittleren malzigen Körper. Es ist wirklich auch trotz dieser ganzen Hopfenintensität, das Malz ist schön rausgearbeitet. Gut passende Kohlensäure, eben auch eher im mittleren Bereich angesiedelt. Hat eine cremig weiche Textur hinten. Ist also wirklich schön auch von der Vollmundigkeit her. Und hinten raus, es wird wirklich zunehmend bitterer. Es kumuliert sich auch mit Schluck für Schluck die Bittere so ein bisschen auf. Es bleibt schön fruchtig. Leichte Harzigkeit, aber was bleibt, ist eben dieses herrliche, malzige Bett. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, Steamworks Flagship IPA, da haben sie nicht ausgelassen, da haben sie auch nicht nachgelassen. Deshalb gibt es vom ProbierTV diesmal wieder 5 von 5 möglichen Punkten für das Steamworks Flagship IPA. Und ich glaube, es gibt es im Augenblick noch bei Steamworks in dieser 8er-Box, die ich mir auch gekauft habe, zu kaufen. Ist kein Fehlkauf, könnten auch 8 davon drin sein. Aber die anderen sind halt auch leider ziemlich gut. Insofern kann man sich das halt dann mal gönnen. So, dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.